Sterz. Schönen guten Abend. Bis zu 1,5 Millionen Menschen kommen normalerweise zu Libori nach Paderborn. Zum Teil von weit her. Es ist das Event in der Stadt. Und auch für die katholische Kirche ist die Feier des Paderborner Schutzheiligen einer der Höhepunkte im Kirchenjahr. Aber die Corona-Pandemie sorgt auch dieses Jahr wieder dafür, dass es kein großes, unbeschwertes Volksfest werden wird. Und noch schlimmer, weil der NRW-weite Inzidenzwert steigt, werden am Montag Lockerungen zurückgenommen. Auch mit Folgen für die Kirmesveranstaltung. In den Hochwasserkatastrophengebieten fehlt es zurzeit auch an schwerem Gerät, um all die Trümmer zu beseitigen. Gestern hatten wir Ihnen von der Hilfsaktion des Transportunternehmers Rocco Jendroska aus Kirchlengern erzählt. Dem hatten sich nicht nur seine Mitarbeiter, sondern rund 50 Fachleute mit schweren Baumaschinen angeschlossen. In der Nacht ist der Konvoi im Kreis Herford losgefahren und heute Morgen in Rheinland-Pfalz angekommen. Und dort wurden die Helfer schon sehnsüchtig erwartet. Für Brancheninsider war die Meldung gestern wahrscheinlich keine allzu große Überraschung. Der riesige Oetker-Konzern wird aufgeteilt. Zu lange dauerte schon der Streit unter den Erben um die Führung des Unternehmens. Und wie immer am Freitag gucken wir auch heute auf die Impfquote. Die bewegt sich bei den Erstimpfungen jetzt nur noch wenig und liegt OWL-weit bei 57,8%. Und jetzt kommen wir zu einem komplett anderen Thema. Am Bahnhof in Hövelhof wird heute an das Leid und die Transporte von Kriegsgefangenen im Zweiten Weltkrieg erinnert. Vor 80 Jahren, im Juli 1941, kamen die ersten sowjetischen Kriegsgefangenen hier in OWL an. Sie mussten vom Bahnhof in Hövelhof zu Fuß ins Kriegsgefangenenlager Stalag 326 in Schloss Holte-Stukenbrock laufen. Bis Ende des Krieges 1945 waren es Hunderttausende. Mehr als 60.000 von ihnen kamen ums Leben. Zu den einschneidendsten Erlebnissen im Leben gehört für die meisten von uns bestimmt der Tod der eigenen Eltern. Die junge Frau aus unserem nächsten Beitrag verlor im vergangenen Jahr ganz plötzlich ihren Vater. Er war der Chef eines großen landwirtschaftlichen Lohnunternehmens in OWL. Und damit der Betrieb weitergehen konnte, musste sie mit 24 Jahren von jetzt auf gleich für ihn einspringen. Und was das für eine riesige Herausforderung ist, das können Sie sich bestimmt vorstellen. Das Wetter könnte etwas besser sein, aber so einen Tag Urlaub zwischendurch jetzt im Sommer hätten wir, glaube ich, alle mal ganz gern. Unser Reporter Christian Saftig hat sich auch was vorgenommen. Er will sich endlich mal entspannen. Dafür ist er für einen Tag nach Beverungwerden im Kreis Höxter gefahren. Das Dorf soll sehr gemütlich sein, hat man ihm erzählt. Und deshalb möchte Christian dort Menschen finden, die ihm helfen, kurzfristig in Urlaubsstimmung zu kommen. Ich weiß gar nicht, ob er da vielleicht nicht noch immer noch liegt. Mit den Smartphones hat sich auch unsere Art zu fotografieren total verändert. Jeder kann überall alles und jeden knipsen. Gerade die jungen Leute kennen das oft gar nicht mehr anders. Aber es gibt Ausnahmen. Julian Langert ist 15 Jahre alt und sein Hobby ist die Makrofotografie. Das heißt, er fotografiert mit einer klassischen großen Kamera sehr kleine Objekte. Am liebsten draußen in der Natur. Das würde ich aber auch sagen. Wirklich tolle Aufnahmen macht er. Auch bei unseren Wetterfotografen sehen wir häufig super Nahaufnahmen. Heute sind wir ein bisschen weiter weg, damit die komplette schöne Sonnenblume aufs Bild passt. Zusammen mit den beiden Hummeln, die gerade zu Besuch sind. Gesehen und fotografiert von unserem Zuschauer Jürgen Hochkamp aus Bad Salzuflen-Wüsten. Vielen lieben Dank dafür. Und leider eher nass geht's mit dem Wetter weiter. Hier ist der Blick auf die Aussichten. Im Stand wieder unbeständiger weiter. Ihnen ein richtig schönes Wochenende. Am Montag geht's mit Tim Behrendonk weiter. Jetzt die Tagesschau.